Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir sind hier in der Gifhorner Heide unterwegs und fast wären wir schon erschlagen worden. Wir gehen hier gerade lang und da kommt das runter und fällt direkt vor uns mit Kinderwagen, Frau und Hund unterwegs heute. Ja, ist für uns auch mal ein Versuch, mal einen Ausflug mit Kind zu machen, wie das so läuft. Hier in der Gifhorner Heide gibt es das sogenannte Wurzelwerk. Hier sind Bäume, die ja riesengroße Wurzeln haben, die frei liegen. Das wollen wir uns mal angucken. Und ich dachte, ich nehme euch einfach mal mit. Vielleicht interessiert es den einen oder anderen von euch auch. Soll ganz nett aussehen. Und wer vielleicht auch aus der Region Braunschweig, Gifhorn etc. kommt, ist nicht ganz so weit. Ich kann euch auch unten mal in der Videobeschreibung die Koordinaten von Google, am besten über GPS reinpacken. Das braucht ihr nur in Google Maps dann reinkopieren. Und dann könnt ihr euch das auch anschauen und vielleicht auch mal hier das Wurzelwerk besuchen. Und wir sind schon da. Ja, und da hinten haben wir geparkt, wo wir gerade fast von einem Ast erschlagen wurden. Und hier sind wir schon, also vielleicht jetzt 100 Meter Fußweg, mehr war das nicht. Aber wir werden auf jeden Fall hier nochmal so ein bisschen auch durch den Wald laufen, uns das alles mal angucken, einfach den Tag so ein bisschen genießen. Leider regnet es so ein bisschen. Wir wollten eigentlich erst gestern los, weil da hieß es, es sollte eigentlich auf den Samstag regnen und Sonntag sollte das Wetter schöner werden. Ja. Der Wetterdienst hat vielleicht Samstag mit Sonntag verwechselt, ich weiß es nicht. Heute ist das Wetter auf jeden Fall schlechter als gestern. Aber schaut mal, wie schön das aussieht, wie frei hier diese Wurzeln liegen. Und ich glaube, von da hinten irgendwo kommt man da auch ran. Ich möchte auf jeden Fall ein bisschen näher ran, auch mal da so hoch gucken, ob dahinter noch irgendwas kommt. Sieht auf jeden Fall wirklich urig aus. Wir gucken, ob wir einen schönen Weg finden, wo wir da lang gehen können. Hier auch nochmal ein Hinweis, ganz niedlich gemacht, wie man sich hier einfach zu verhalten hat. Da sollte man sich natürlich auf jeden Fall dran halten. Denkt aber dran, auch Generationen nach uns wollen das alles hier noch haben, erleben und sehen. Und deshalb sollte man auch dementsprechend natürlich sich hier verantwortungsvoll auch verhalten. Hier könnt ihr es euch ja mal durchlesen. Macht gerne den Player auf Pause, wem es interessiert. Dann habt ihr das einmal komplett ablesen können. Ich filme es mal ein bisschen näher noch dran. Ja, weiter geht's. Ah, man könnte fast sagen, alles nochmal auf Anfang. Wir sind nochmal zurück zum Auto. Jetzt hat es nämlich aufgehört zu regnen. Und weil wir auch hier hochgehen wollen, haben wir gesagt, das schaffen wir mit dem Kinderwagen nicht. Das ist auch so ein sandiger Boden. Und deshalb haben wir jetzt die Tragetasche hier mitgenommen. Hier könnt ihr das noch so ein bisschen sehen. Snoopy will auch weiter. Die gucken wir uns gleich noch in Ruhe an. Wir gucken jetzt hier erstmal hoch. Zur Not machen wir das auf dem Rückweg nochmal. Sieht wirklich sehr urig aus, aber Snoopy, der zieht. Der möchte natürlich mit zu Frauchen, zu seinem kleinen Brüderchen hinterher. Also quälen wir uns hier mal hoch. Beziehungsweise wir haben es noch komfortabel. Wir können es von Snoopy hochziehen lassen. Was hier auch auffällt, es sind viele Leute unterwegs, die jetzt Pilze sammeln. Jetzt fängt ja auch gerade die Saison wieder ganz frisch an. Für mich ist das nichts, weil ich mag keine Pilze. Außer in flüssiger Form natürlich, aber die gibt es hier nicht zu sammeln. Ja, gucken wir doch erstmal hier von oben. Das sieht toll aus. Ich zeige euch das mal. Ich drehe die Kamera jetzt einfach mal um. Ja, wenn man wirklich mal hier in der Nähe ist, kann man sich das angucken. Hier kann man bestimmt schön noch spazieren gehen. Wir werden es gleich sehen. Wir werden hier auch ein paar Meter machen. Wichtig ist, dass man jetzt hier nicht irgendwie drauf rumklettert oder so. Nicht, dass jetzt hier so eine Wurzel da mal wegbricht oder so. Außerdem, wenn man ehrlich ist, wenn man hier abrutscht, geht es ja auch ein bisschen tiefer runter. Von daher sollte man das einfach lassen. Und unten habt ihr ja auch die Tafel gesehen, die ich euch eingeblendet habe. Wie man sich hier einfach verhalten soll. Ja, hier machen wir bestimmt noch ein paar schöne Fotos nachher. Aber erstmal gucken wir noch weiter rum. Wir müssen auf dem Rückweg, kommen wir hier eh nochmal vorbei, weil wir ja da hinten dann geparkt haben. Wir gucken mal, was es hier noch so zu sehen gibt. Ja, keine 50 Meter von den schönen Wurzeln entfernt hat sich hier scheinbar einer gut gehen lassen, hat aber dummerweise vergessen, seinen Dreck mitzunehmen. Wir sind jetzt auch so vollgepackt und außerdem wollen wir noch ein bisschen spazieren gehen. Normalerweise sammeln wir immer den Dreck aus dem Wald auf. Also wir machen das auch heute, nur nicht jetzt gleich, dass wir jetzt hier einen halben Tag damit noch rumlaufen. Wir haben eh da hinten geparkt. Schlimmstenfalls laufe ich hier einfach nochmal hoch und hole das. Ich habe jetzt hier auch nirgendwo einen Mülleimer gesehen, dass man das gleich entsorgen kann. Wir nehmen es aber auf dem Rückweg mit. Ich finde es immer schade, dass Leute sich so asozial einfach verhalten.
so blöd sind, muss man ganz ehrlich einfach so sagen, und einfach ihren Dreck hierher lassen. Also sie haben es mit hierher geschleppt. Wo ist denn das Problem, das dann auch wieder mitzunehmen? Verstehe ich nicht. So, ich weiß nicht, was Snoopy hier macht. So einmal hier so, zack, einmal rum. Ja, finde ich persönlich immer sehr, sehr schade. Ärgert mich richtig. Aber kann man halt nicht ändern. Die Dummheit der anderen Leute kannst du einfach nicht heilen. Das ist einfach so. Ja, aber wirklich schön hier, schön draußen in der Natur. Mal gucken. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt hier weitergeht. Ansonsten kann man auch hier hinten noch rumgehen. Hier war auch noch irgendwo ein Wanderpfad. Aber wir schauen erstmal hier. Ist so eine typische Heidelandschaft so ein bisschen auch. Snoopy gefällt es jedenfalls. Für den ist es auch mal wieder wichtig, dass er mal wieder rauskommt. Wir haben sonst jetzt immer eigentlich nur so Touren bei uns im Ort im Wald gemacht. Ja, typisches Bild für die Heide. Wir sind jetzt hier nicht in der Lüneburger Heide, sondern Gifhorner Heide. Kennt er wahrscheinlich auch. Das kann man ja momentan alles in fast jedem Supermarkt kaufen. Dann müsste Kaluna vulgaris sein oder so ähnlich. Also die, als Erika auch bekannt. Ja, sieht sehr schön aus. Natürlich kann man jetzt hier nicht hingehen, sich mit einem Spaten was abstechen. Leute, das ist Naturschutzgebiet. Sollte man auf keinen Fall machen, sondern sich einfach daran erfreuen, dass es hier so schön aussieht. Ja, und hier alles voll damit. Herrlich. Guckt euch das an. Vor allem die Blüte geht ja jetzt auch erst los. Also das ist ja noch nicht voll geblüht. Das heißt, das kann noch besser aussehen, als es jetzt ohnehin schon aussieht. Ja, mit Eimern bepackt sind sie hier unterwegs, die Pilzsammler. Bestimmt auch wirklich ein schönes Hobby. Natürlich muss man sich auch auskennen damit, ne? Nicht, dass man irgendwie den falschen Pilz nachher isst. Aber schaut mal, wie schön das hier aussieht. Also wir sind ja nicht zum Pilze sammeln hier, sondern wirklich nur, um uns einfach zu erfreuen, hier mal in der Natur zu sein. Herrlich. Und diese Ruhe, ne? Das fällt auch sofort auf. Hier hat man wirklich absolute Ruhe. Keine Autogeräusche, gar nichts. Wirklich einfach nur Ruhe. Klar, ein paar Menschen sind hier auch, ne? Die Pilzsammler, ihr habt es ja gerade gesehen, auch ein paar andere Besucher sind hier, die immer mal durchgehen. Ein paar Autos waren auch auf dem Parkplatz. Herrlich. Na, das geht alles weiter, bis da hinten, überall, so weit wie man blicken kann. So, für uns war das jetzt eher ein kurzer Ausflug in die Heide. Wir sind nicht wirklich weit gekommen. Ja, ich konnte noch ein bisschen mit der Drohne fliegen. Es fängt an zu regnen und das geht mit Kind nicht wirklich. Ja, leider kann man sich auf den Wetterdienst nicht verlassen. Hätten wir das gewusst, wären wir gestern gefahren, weil eigentlich haben sie das Wetter, was wir heute haben, für gestern angesagt. Da haben wir gesagt, gut, dann fahren wir Sonntag. Und ja, jetzt haben wir den Käse. Jetzt regnet es mit Regenschirm unterwegs. Und ihr hört es, da wird auch schon heftig gemeckert. Deshalb drehen wir jetzt um. Aber wir kommen garantiert wieder. Und ja, wenn ihr irgendwo in der Region hier wohnt, schaut es euch mal an. Ich glaube, das ist sehr schön. Die Drohnenaufnahmen selber konnte ich jetzt natürlich noch nicht sichten. Ihr habt ihr aber gerade im Video schon sehen können. Das war jetzt auch nur auf die Schnelle, weil es gerade just in dem Augenblick, wo ich die Drohne aufsteigen gelassen habe, anfing zu regnen. Und die ist natürlich auch nur bedingt wasserdicht. Deshalb ist das eigentlich eher nichts fürs Regenwetter. Ja. Wir gehen jetzt wieder zurück zum Auto, aber wir nehmen natürlich noch den Müll mit. Kommen wir auf jeden Fall zurück. Und dann war es das eigentlich auch schon hier leider aus der Gifhorner Heide. Aber wie gesagt, wir kommen auf jeden Fall zurück.
So, und wie versprochen, hier natürlich den Müll wegräumen. Ja. Für manche Assis macht man halt das. Für andere geht man arbeiten, die keinen Bock haben. Und wieder für andere, oh, Leute, räumt man halt den Müll weg. Ja, das ist ein Naturschutzgebiet hier. Das braucht man, glaube ich, nicht dazu sagen. Steht wahrscheinlich auch schon ein bisschen länger da. Ja. Ich hoffe, die Kekse haben wenigstens geschmeckt. Wir gehen jetzt hier runter zum Auto. Ich gucke mal, ob ich unterwegs irgendwie Mülleimer finde. Wenn nicht, dann entsorgen wir das zu Hause. Ach, mal. Bevor mir der Schluck hier noch in den Schirm reinläuft, dass sich dann noch ins Auto verteilt, dann stinkt die ganze Karre nach dem Kram. Das muss ja auch nicht sein. So, so nehmen wir es mit. Dann brauche ich es wenigstens nicht jetzt die ganze Zeit anfassen. Ja, sowas ärgert mich immer. Es gibt einfach faule Leute. Ich hasse echt Menschen, die keinen Bock haben, irgendwie ja, arbeiten zu gehen oder ihren Dreck wegzubringen oder so. Da stößt man bei mir echt irgendwie so einen wunden Punkt auf, wo ich echt schnell sauer werden kann. Ja, das hier ist auch wieder so ein Ding. Verstehe ich nicht, wirklich nicht. Echt. Egal. Ja, mittlerweile hat es jetzt übrigens wieder aufgehört zu regnen. Wir gehen aber trotzdem nach Hause, es ist zu unbeständig. Wir haben auch mal aufs Regenradar geguckt. Die nächste Regenfront kommt schon, die wird ein bisschen doller dann. Und ja, hat keinen Sinn. Wenn wir jetzt zu zweit oder zu dritt, ich sag mal, mit Snoopy gewesen wären, hätte man das machen können. Aber mit Kind geht das halt einfach nicht. Für uns ist es ja jetzt auch der erste Ausflug mit Kind überhaupt mal gewesen raus in der Natur. Wir machen das ganz gern. Wir wollen jetzt aber erstmal so ein bisschen gucken, wie läuft das, was kann man mit Kinderwagen machen, wie mit dem Tragegurt etc. Wir lernen halt auch noch und ja, das war der erste vorsichtige Versuch. Jetzt sind wir schon wieder am Parkplatz. Hier ist er. Und ja, das war unser kleiner Ausflug. Auch jetzt irgendwie schade, man denkt, jetzt regnet es nicht, jetzt hätte man weitergehen können, aber es fängt halt wie gesagt, 20 Minuten fängt es wieder an, laut Regenradar. Vielleicht auch ein bisschen eher, keine Ahnung. Man kann sich auf nichts verlassen mehr, was das angeht. Und deshalb war es das jetzt. So, wir müssen jetzt einladen. Ich mache Schluss hier bei dem kleinen Vlog, der so ein bisschen sozusagen ins Wasser gefallen ist. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Wir kommen auf jeden Fall nochmal zurück. Ich habe bald Urlaub. Nee, Snoopy, geh mal weg da. Ja, das ist nichts für dich. Ja, ich habe bald Urlaub und dann kommen wir nochmal zurück. Und vielleicht nehme ich dann einfach die Kamera auch nochmal mit und die Drohne. Wenn ihr das möchtet, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Macht's gut, bis dann. Ciao, ciao.